Ja, und damit herzlich willkommen zum Teenie Contest Special hier auf Teletop und Telebasel. Das grosse Finale von Mr. Teenie Schweiz ist in diesem Moment vorbeigegangen. Shana Lenner, du hast die Show moderiert. Wie war es gewesen? Ja, Patrick, es war ein Wahnsinn. Also so super Finalistinnen und Finalisten. Die Performance, die Stimmung, die Fans, die haben ein riesiges Plakat vorbereitet. Es war so emotional wie noch nie und am Schluss haben sie mir nach der Siegerehrung noch ein Lied gesungen und mir sind Tränen geflossen. Es war fantastisch. Tolle Sieger, wunderbar. Ja, und bis es überhaupt zu dem Moment gekommen ist, ist es zuerst nach Davos gegangen, als Trainingsweekend in 10 Girls und 10 Boys und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ein aufregendes Probeweekend steht den Finalistinnen und Finalisten vom Teenie Contest bevor. Endlich angekommen nach der langen Zugfahrt machen sich Teenies mit den Betreuern auf den Weg ins Sporthotel, wo 2 Tage lang für das grosse Finale probiert wird. Dass die meisten da dabei ein bisschen aufgeregt sind, ist, glaube ich, kaum zu übersehen. Gerade am Anfang kommen alle Finalistinnen und Finalisten ihre persönliche Startnummer über, die vielleicht sogar bis zum Sieg führen kann. Die erste Hürde ist, vor der Gruppe seine Darbietung zu präsentieren und auch zu verbessern zu können für die grosse Show. Konzentration ist besonders bei den Tänzen gefragt, die in nur 2 Tagen einstudiert werden. Selbstverständlich wird auch der Spass großgeschrieben beim Teenie-Contest. Und den erleben die Finalistinnen und Finalisten an mehreren Ausflügen, wie zum Beispiel beim Mittagessen gemeinsam in Davos. Ja, und ebenfalls zu uns gestoßen Nati Lenner. Nati, du hast heute mit der Shana moderiert. Bist du zufrieden? Mal, ich denke, es war das erste Mal und für das erste Mal haben wir es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Du bist amigs bei den Probeweekends und auch hier in Interlaken jetzt zum Beispiel auch dabei. Wenn ihr trainiert, passieren da amigs viele Pannen? Ja, Pannen passieren natürlich immer wieder, vor allem unter Teenies. Aber ich denke, die Hauptsache ist, es passiert auf der Show nichts Schlimmes. Aber es ist interessant, dass wir uns sehen. Ja? Und was da so passieren kann, bis es dann zum Finale kommt, das sehen wir jetzt. Die Proben sind schon sehr im Gang und von Pannen ist absolut nichts zu sehen. Teenies geben sich extrem Mühe, dass ihre Show ein einmaliges Erlebnis werden kann. rechnen, auf jeden Fall. In der Bibel. Auch im Saal nebendran auf der Showbühne ist der Show-Act vom Abend, der junge Shootingstar Andrina, bereits an der Probe. Selbstverständlich kontrollieren wir auch noch, wie die Stimmung kurz vor der grossen Show bei den Fans und bei den Finalistinnen und Finalisten ist. Ein Titel, den es heute gewinnen kann. Super Gefühl, super Gefühl. Ich bin mega stolz und ich hoffe, sie gehen. Sind Sie aufgeregt, Marina? Es geht. Nicht mega fest, ein bisschen. Tatsächlich. Und du hast ja noch einen Unfall gehabt gestern. Jetzt, wie geht es dir jetzt aktuell mit dem Bein? Kannst du trotzdem ganz normal auftreten? Ja, ich werde es überleben. Das Überleben, gut, wir drücken fest Daumen. Ich würde davon brüllen. Vor Freude. Vor Freude, eben, das wollen wir sehen. Und dann ist der grosse Augenblick endlich da. Das Finale vom Teenie Contest Schweiz 2009, moderiert von Shana und Nati Lenner. Eine wichtige Entscheidung an diesem Abend hat auf jeden Fall die Jury. Unter anderem dabei die deutsche Schauspielerin und Moderatorin Sandra Arabian, der Inhaber der Firma Rausch Margot Baumann, die Schauspielerin bekannt aus Lütjen Bla und ehemalige Miss Teenie Stefanie Stempfli, der Star-DJ Mr. Pink und die noch amtierende Miss und Mr. Teenie Schweiz Sandra Suarez und Mario Espagnol. Ich hätte ein ganz tolles Jahr hinter sich geleistet, das übrigens jetzt Und jetzt die neuen Sieger Miss und Mr. Teenie Schweiz 2009, 2010 bei mir, Fabio Spezza-Catena, Bassensdorf, Olivia Hebel, Winterthur, eine Zürcher Runde. Olivia, kurze Minuten nach dem Finale, was geht da in dir vor? Also ich bin überglücklich, dass ich jetzt das gewonnen habe und so. Und ich kann es noch fast gar noch nicht glauben, aber ich freue mich riesig. Wie ist es bei dir, Fabio? Hättest du gerechnet, dass du heute Mr. Teenie wirst? Ja, ich habe schon gerechnet, damit ich weit vorne bin, aber ich habe nicht gerade erst gerechnet. Was wollt ihr jetzt in diesem Amtsjahr besonders machen? Gibt es irgendwelche Ziele, etwas, was ihr speziell darauf achten wollt, Olivia? Ja, ich will einfach Spass haben und so. Und ich bin mega froh, dass ich mit dem Fabio geworden bin, weil ja, wir haben es gut zusammen und so, ja. Und ja, ich freue mich einfach mega auf die bevorstehende Zeit, jetzt egal was auf uns zukommt. Und jetzt geht es noch an die Aftershow-Party. Ja, ich denke schon, morgen machen wir ein bisschen Party da. Genau, und die Eindrücke aus der Aftershow-Party vom Teenie-Contest, die gibt es jetzt. Absolut schön. Shana, nächstes Jahr wieder, oder? Ja, ich hoffe es. Also, wir haben schon Anfragen für nächstes Jahr. Es geht im April wieder los. Also nächstes Jahr wieder. Anmelden kann man sich bereits ab nächstem Jahr unter teenycontest.ch. Gibt es alle Informationen dazu. Damit weiterhin eine gute Unterhaltung auf Teletop und Telebasel. Ade miteinander. Stop.